Maxwell. Er hieß Maxwell. Ein Motorcheck braucht nun mal seine Zeit. Möchtest du ihn schnell oder ordentlich und korrekt? Schnell, ganz schnell. Ach, ihr Kinder, habt es immer eilig. Ich erinnere mich noch, als ich so alt war wie ihr. Da fuhr ich immer zum Westwindturm hinauf, legte mich hin und sah von dort aus dem umgedrehten Sonnenuntergang zu. Einfach so? Warum? Wenn man sich hinlegt, entspannt man sich. Das hat einfach gut getan. Red Blitzwing an Maxwell. Oh. Mein Anhänger ist kaputt. Ich bin auf dem Weg zu dir, damit du ihn reparierst. Wo ist der Blink hier an Maxwell? Code 44. Das Ampellicht funktioniert nicht. Und niemand weiß, wie man es repariert. Könntest du mal nachschauen? Blipper Maxwell! Ich hab dich zwar gerade nur durch Zufall empfangen, aber ich hab das Gefühl, mit mir stimmt auch irgendwas nicht. Ich glaube, mein Motor ist kaputt. Eigentlich hatte ich heute meinen freien Nachmittag, ha? Ich hol mal mein Spezialwerkzeug. Wow. Sieht so aus, als ob Maxwell unsere Hilfe braucht. Bike Buddies, ich habe eine Idee. Wir kümmern uns um die Reparaturaufträge, dann hat Maxwell doch seinen freien Nachmittag. Wir wissen auch, wie man Dinge repariert, oder? Nein. Absolut nicht. Wirklich nicht im Geringsten. Oh, stimmt, wissen wir nicht. Aber ich kenne da welche, die helfen könnten. Maxwoods Werkzeug auch kann. Reparaturbox, wir haben Arbeit für euch. Suche los, komm schon. Reparaturbox, los geht's. Hurra! Ricky, Bike Buddies? Die haben's immer eilig, die kleinen Racker. Hallo, Pops. Hast du Probleme mit deinem Anhänger? Ja, er ruckelt furchtbar und er wird immer lockerer. Ich bin gerade auf dem Weg zu Maxwell. Die Reparaturbobs können helfen. Reparaturbobs, los! Was? Scootbobs? Was macht ihr denn da? Hey! Das ist wunderbar. Danke, Scootbobs. Kein Problem. Zoomen wir los! Papa. Wieso kann ich nicht schneller fahren? Los! Benötigst du vielleicht Hilfe? Tja, ich weiß nicht so recht. Reparaturbox, los! Pass bloß auf, Flip, es könnte kitzeln. Was? Dann vergiss das bitte. Ich bin super kitzelig. Bitte ganz ruhig. Werkmeister Blinker ist zur Stelle. Bitte nicht hupen. Schon viel besser. Na, wer war das? Wir können Ihnen helfen, Werkmeister Blinker. Die Reparaturbobs sind schon unterwegs. Ich weiß nicht so recht. Eine Ampel zu reparieren ist eine äußerst schwierige Angelegenheit. Ordentliche Arbeit ist gefragt. Machen Sie schnell. Na gut, erledigt es, aber schnell. Reparaturbox, los. Oh, das ist ja mal ein Ding. Jo, jo, vielen Dank, Bike Buddies. Und natürlich auch an die Reparaturbox. Dann kann ich wieder meine Runde drehen.
Wir haben es geschafft. Ich hoffe, Maxwell hat seinen freien Nachmittag genossen. Nicht schon gut, Maxwell. Die Ampel ist schon repariert. Repariert? Stell dir vor, der Anhänger rollt wieder wie geschmiert, Maxwell. Und dann bis zum nächsten Mal. Hab dich aus Versehen angefunkt. Entschuldigung. Wir brauchen übrigens keine Hilfe mehr. Nun, das ist ein Glücksfall. Alle meine Nachmittagstermine sind abgesagt. Ich denke, es wird Zeit für eine kleine Pause. Und was wollen wir jetzt machen? Wenn man Dinge schnell erledigt, hat man echt richtig viel Zeit. Was ist denn los? Die Reparaturbobs haben es mit meinem Motor zu gut gemeint. Jetzt kann ich nicht mehr anhalten. Ich werde immer nur schneller und schneller und schneller. Los, keine Angst, Bib. Wir helfen dir. Scoochio, was ist mit deinen Scootbobs? Also, so schnell geht das doch nicht. Ich kann nicht mehr warten. Beim nächsten Grün fahre ich jetzt einfach los. Pippa, nein, pass auf! Pop! Was passiert hier gerade? Papa, du musst deinen Anhänger abkuppeln. Das geht nicht, er ist zu fest, ich bekomme ihn nicht ab. Sie müssen langsamer werden. Oh, ich weiß, folgt mir, Bike Buddies. Der Hügel, der wird sie bestimmt verlangsamen. Verlangsamen, aber nicht stoppen. Was passiert hier denn gerade? Ich kann überhaupt nichts mehr sehen. DJ, Straße räumen und los! Gut gemacht, DJ! Genauso entspannt wie damals. Oh, seht mal, da ist Maxwell. Ich weiß was. Neuer Plan. Scootio, Scootbob, los! Das ist unsere allerletzte Chance. Ich hab zwar nicht gesehen, wie ihr das angestellt habt, aber...
bist du wegen des Sonnenuntergangs hier? Maxwell, wir hätten da so ein paar Sachen, die repariert werden müssten. Wie ist das? Ah. Besser? Ja, sehr viel besser. Ich danke dir, Maxwell. Nun, und was ist mit der Ampel? Oh ja, die repariere ich euch. Aber es kann eine Weile dauern. Eine Weile? So viel Zeit habe ich nicht. Wollen Sie es schnell oder ordentlich repariert haben, Wachtmeister? Na, ordentlich natürlich. Wieso machen wir das? Weil jetzt einfach mal gut tut. Helen an Hank. An der nächsten Ecke musst du Richtung Westen. Code 65, platter Reifen und kaputter Motor. Roger, alles klar. Los geht's! Darf ich auch mal? Was? Eine Notfallfunkerin sein? Nein, ich will das machen, was du machst. Das ist aber das, was ich mache. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe, damit Bikes, die in Not geraten sind, schnell Hilfe bekommen. Ich bin zwar zu klein, um ein Rettungsbike zu sein, aber vielleicht kann ich das ja machen. Willst du es mal versuchen? Nur so zum Spaß? Darf ich? Tut meldet sich zum Dienst. Ich kann dir helfen. Dann lernen wir gleich beide was. Sehr gute Idee. Aber wenn ein richtig wichtiger Notfall reinkommt, sagt ihr mir Bescheid, ja? Roger! Das heißt verstanden. Hey, tut es das? Wer ist Roger? Etwa jemand, der andauernd verstanden sagt? Wenn du hier in der Notfallzentrale arbeitest, musst du auch die richtigen Worte sagen. Oh, Ricky, das macht doch nichts, wenn Tut noch nicht alle Worte weiß. Die lernt sie noch. Lass sie ruhig mal machen. Viel Glück, Tut. Tutu Meschette Bericht. Alles in Ordnung. Tutu Meschette Bericht. Immer noch alles in Ordnung. Es soll endlich mal was passieren. Das ist total langweilig. Wo ist dieser Roger? Warte hier. Ihr braucht schnellstens Rettung. Rettung? Oh nein. Was ist, wenn niemand zur Rettung kommt? Nein, ihr müsst doch nur so tun, als ob ihr Hilfe braucht. Das ist eine Rettungsübung. Oh. Und wovor müssen wir gerettet werden? Ich weiß es auch nicht. Denkt euch einen Notfall aus und ruft dann einfach um Hilfe. Ja, ich habe eine Idee. Loop, bitte nicht mehr bewegen. Hä? Chiplet, ändere den Hintergrund. Perfekt. Tut erstattet Bericht. Immer noch alles in Ordnung. Aber nicht mehr lange. Hilfe! Notfall! Wir wurden von einem ausbrechenden Vulkan überrascht! Oh nein! Hilfe! Hilfe! Scoot Bob, los! Oh! Ein Laservulkan! So viele Laser! Wir senden euch am besten unseren Standort! Und jetzt sorgst du dafür, dass ich diesen Standort finde. Verstanden? Verstanden. Ich meine natürlich Roger. So, wir los! Okay, Tut. In welche Richtung muss ich jetzt? Da ist ein großes grünes Etwas in der Nähe von grauen Linien. Hä? Du musst mich führen. In welche Richtung muss ich jetzt? Links oder rechts?
Hey, du weißt doch, dass ich links und rechts unterscheiden kann. Du musst die richtigen Worte benutzen. Der Laserpokalausbruch wird immer heftiger. Bergauf! So viele Laser und so viele Farben. Sieh dir nur die Farben der Laserstrahlen an. Jetzt gibt es sogar Penke. Wir brauchen Hilfe. Wo muss ich lang, Tut? Tja, ich weiß es nicht. Links? Oh nein, lieber rechts. Oder ist es doch eher links? Hä? Bist du dir sicher? Okay. Fahr so lange nach links, bis ich Stopp sage. Kann ich jetzt endlich anhalten? Nein, noch nicht. Wow. Bist du dir sicher? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, Tut, dann versuchen wir es doch mal. Was ist das? Der Vulkan ist ausgebrochen. Hä? Der Vulkan ist ausgebrochen? Der wird immer schlimmer. Soll ich hier abbiegen? Ja, ganz genau, abbiegen. Ich bin sicher, da bist du jetzt richtig. In wenigen Sekunden bist du beim Vulkan angekommen. Jetzt! Das war gar kein Notfall. Tut mir leid. Ich habe keine Lust mehr auf diese Notfallübung. Tut, so mein Schlüsselbericht. Alles in Ordnung. Bist du wirklich sicher, dass du nicht... Tut, so mein Schlüsselbericht. Alles in Ordnung. Bericht. Maxwell an die Zooms. Zooms, bitte kommen. Maxwell? Ja, ich bin es. Ich habe ein klitzekleines Problem. Ich habe mich verfahren. Das hier ist ein ziemlich dringender Notfall. Ich sende euch mal meinen Standort. Okay, einen Moment. Kommt ein echter Notfall rein? Ruf Mama und Papa. Tut Zoom an Mama und Papa. Meldet euch, ihr beiden. Oh nein, sie ist wohl viel zu weit weg. Ricky, ich rufe Ricky. Tut war ziemlich enttäuscht. Sie wäre so gerne eine Notfallfunkerin. Ich glaube, ich fahre jetzt nach Haus. Tut Zoom an Ricky Zoom. Ich meine, Tut an Ricky. Für das Zoom ist jetzt keine Zeit. Hallo Tut, willst du noch eine Notfallübung machen? Ricky, das ist keine Übung mehr. Ich glaube, Maxwell braucht wirklich Hilfe. Und ich möchte ihn auf keinen Fall im Stich lassen. Oh, okay. Wo steckt er? Es sieht so aus. Oh, ich weiß nicht, wo das genau ist. Es ist blau und grün. Ihr müsst Richtung Norden. Nein, links. Oh. Komm, mach dir bloß keine Sorgen, Tut. Sieh einfach auf die Karte und sag uns, was dir bekannt vorkommt. Oh, ich weiß. Der Hydrant kommt mir bekannt vor. Weißt du, wo der ist? Okay, Roger, so wir los! Da ist es! Wir sind beim Hydranten! Gut. Und siehst du jetzt den wackeligen Briefkasten, der ständig umfällt? Wir sehen ihn! Ja, weiter so. Maxwell muss irgendwo in der Nähe sein. Da ist er, auf der alten Werkstatt. Maxwell, wir
Wie bist du nach da oben gekommen? Das ist doch nicht gefährlich, oder? Doch! Und wie? Nein. Alles bestens. Ja, bestens. Ricky kommt zur Rettung. Top, Jack. Spoiler raus. Supersicht. Wen berät? Scooty, schick die Zoomcam hoch und checke Maxwells Position. Wird gemacht. Zoomcam, los. Oh nein, Maxwells Hinterrad ist eingeklemmt. Schaffst du es aufs Dach? Aha, na klar. Aufgepasst. Luffy, salut! DJ, kannst du eine Rampe bauen? Und los! Danke. Rettungssack, los! Luke, versuch von hinten zu schieben. Scootio, DJ, wir brauchen Hilfe. Sind auf dem Weg. Und los geht's. Vorbei? Habt ihr mich gerettet? Ja, du musst nur noch die Rampe hinunter, Maxwell. Ricky und Toot. Rettung abgeschlossen. Over. Roger. Warum? Ricky ist ein echtes Rettungsbike. Was hätten wir nur ohne dich gemacht, Toot? Ja, stimmt eigentlich. Überhaupt nichts. Wuhu! Toot ist auch ein Rettungsbike. Toot, du hast uns gerufen? Ist alles in Ordnung? Toot, du machst gerade den Bericht. Alles in Ordnung. Juhu! Scootio, wir sind da und können gleich anfangen. Wir müssen eine Menge für Maxwells Geburtstagsparty vorbereiten. Scootio? Sie ist nicht hier. Ich verstecke mich. Vor wem versteckst du dich denn, Scootio? Ihr habt mich kaputt. Ich zeig den Scootbox gerade, wie man Spiele spielt. Wie verstecken und fangen. Willst du mitspielen? Kleines Roboter verstecken? Ja, gern, ja, gern. Vielleicht nachher. Wir müssen jetzt zum Clubhaus. DJ und Luke bereiten dort schon alles für den Geburtstag vor. Maxwells Party. Die hätte ich fast vergessen. Ihr Bobs hopft mal nach Hause. Wir spielen später. Kommt, wir müssen eine Party vorbereiten. Warum? Glückwunsch, Maxwell! Wir bauen alles für deine Party auf, aber schaust du vorher nicht an. Alles klar, ihr drei. Meine Augen bleiben geschlossen. Mir geht's gut. Hey, ihr müsst euch den Fotostand angucken. Kommt mit, hier geht's lang. Wow, sehe ich wirklich so aus?
klar. Und? Wer macht nachher die Musik am DJ-Pult? Ich? Denkt ihr nur, weil ich DJ heiße, dass ich am DJ-Pult gute Musik mache? Na schön. Gib dir das für nachher auf. Wir brauchen Knabberzeug, Getränke und Luke. Hast du den Kuchen schon bestellt? Was war das? Ein Ballon hat sich selbst aufgepustet und ist geplatzt. Wirklich? Ganz von selbst? Ja, einfach geplatzt. Habt ihr selbst platzende Ballons? Es ist alles in Ordnung. Tuch hat nur einen Ballon zerplatzt. Nein, nicht ich. Aber wenn ich es nicht war, wer dann? Jemand? Versteckst du dich? Was war das? Hier ist auf jeden Fall irgendjemand, aber ich kann ihn nicht sehen, weil er unsichtbar ist. Ich muss den unsichtbaren jemand unbedingt fangen. Ich weiß, dass du hier bist. Ich kann dich hören. Oh, nicht den Kuchen, nicht bis heute Abend. Keine Kuchen, denn sie fallen so leicht runter. Der kleinste Wackler, genau. Oh nein, welche Unglück. Hätte ich doch bloß nichts gesagt. Oh feier, Maxwells Kuchen. Die Party ist verpasselt. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Irgendetwas war direkt vor mir. Ich hab's nicht mal gesehen. Ja, weil es unsichtbar ist. Glaubt ihr mir jetzt? Was, wenn Tut recht hat? Wenn sie wirklich einen unsichtbaren Freund hat, der die Party vermasseln will? Der ist nicht mein Freund. Wenn das stimmt, Tut, dann müssen wir ihn stoppen. Bevor er alles kaputt macht. Ihr habt recht. Dann glaubt ihr mir endlich? Ich denke, ja doch. Ich glaube dir. Bike Buddies, wir zoomen los. Den Kuchen nicht weg, ich lasse ihn weg. Holt den Karton! Yeah.
ist nichts. Oh nein, er ist wieder im Clubhaus. Kommt mit. Mal kurz. Das sieht aus wie ein Scootbob. Ein Scootbob? Der ist doch gar nicht unsichtbar. Ja, ein Scootbob. Und er spielt Fang. Die ganze Zeit. Er wollte einfach nur spielen. Hä? Kannst du ihn ausschalten? Ja, aber dafür müssen wir ihn erst fangen. Also dann spielen wir jetzt mal Mini-Roboter-Fang. Macht tut. Na gut, kleiner Bob, Zeit für ein Mittagsschläfchen. Jetzt haben wir ja Tuts Freund endlich gefunden. Und wir müssen den nur noch schnell für die Party aufräumen. Was für ein super Chaos. Ja, und mit dem abgefeuerten Feuerwerk haben wir nicht mal mehr ein Geschenk für Maxwell übrig. Vielleicht kann die Scootbugs helfen. Was sollen sie tun, Tut? Kann ich jetzt meine Augen öffnen? Viel länger halte ich es nicht mehr aus. Habt ihr das gemacht? Für mich? Die anderen Gäste kommen auch gleich. Aber wir wollten dir vorher was zeigen. Aufgepasst! Nun eine kleine Überraschung, die wir für dich organisiert haben. DJ?